zur Siegerehrung des Platzer und Wimmer-Cup 2018. An dieser Stelle erstmal ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die heute hier waren. Ihr war spitze, die Fans haben wieder gut Stimmung gemacht, dafür schon mal herzlichen Dank. Jetzt stehen wir hier, die Vertreter vom Autohaus Platzer und Wimmer, herzlich willkommen. Danke nochmal, dass ihr bei Ausrichtung des Turniers wart und uns unterstützt habt. Und zu meiner Rechten Vorstand Christian Eder. Und Christian, du möchtest ja bestimmt noch ein paar Worte sagen. Ja, natürlich möchte ich ganz gerne ein paar Worte sagen und vor allem natürlich auch an unseren Hauptsponsor des Turniers, das Autohaus Platzer und Wimmer, das zum zweiten Mal den Cup unterstützt. Und ich denke, das ist eine gute Geschichte heute gewesen. Wir werden es sicher fortsetzen, immer weiterhin die Unterstützung bekommen, aber ich glaube, das dürfte so der Fall sein. Ansonsten möchte ich auch nochmal, wenn wir beim Vergeltskott sagen, ein herzliches Vergeltskott sagen an alle, die mitgeholfen haben, heute das Turnier reibungslos über die Bühne zu bringen, an die Spieler, dass es ein durchwegs faires Turnier war. Ich glaube, es hat zumindest keine gröberen Verletzungen gegeben. Das ist ganz, ganz wichtig, kurz vor Saisonstart. So, die Siegerehrung über, oder die Siegerehrung macht wieder neu über Czapko, er kann das Ganze besser nehmen. So, dann haben wir natürlich gerechnet, haben uns angeschaut, wie ist der Parkplatz so gelaufen. Wir fangen mal an mit Platz 4 und der geht an den EV Dingolfing. Platz 3 an Vilshofen. Dankeschön. Dann der zweite Platz. Der Cup konnte nicht verteidigt werden, punktgleich mit dem ersten, aber das Torverhältnis hat ja ganz gereicht. Platz 2, ungeschlagen in der Vorbereitung, die Passau. Super Foto für die Presse. Alle vier Mannschaften, auf geht's.